auf jeden Fall anarchisch, ein bisschen unkontrolliert. Auf der anderen Seite halt überhaupt nicht, weil das die Unschuld doch dann irgendwie schon länger verloren hat. Und jetzt kommt es halt drauf an, was wir dazu draus machen. Sollte eigentlich gegeben sein, ist glaube ich momentan schwierig, weil vieles niedergebrüllt wird und wenn in der Diskussion, die sich schon auf gegen Flüchtlinge eingeschossen wird, hat auf einmal jemand kommt, der pro Flüchtlinge zu argumentieren, da dann von Meinungsfreiheit sehr schnell keine Rede mehr ist. Naja, wenn man ehrlich ist, haben wir die halt auch heute schon so, die allgemeinen Regeln des Anstandes, wie man sich irgendwie auf der Straße verhalten sollte und vielleicht auch ab und zu mal nicht tut, sollte man vielleicht auch im Netz an den Tag legen. Also genauso wenig, wie ich auf der Straße Beleidigungen rumbrüllen sollte, während ich da gerade durch die Gegend stiefel, sollte ich das vielleicht im Netz machen. Und von daher würde ich sagen, vielleicht muss man es auch noch irgendwo mal aufschreiben, aber eigentlich denke ich, brauchen wir nicht, weil haben wir schon. Ja, haben wir definitiv, wobei ich da wir auch immer ein bisschen schwierig finde. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem mit der Wahrheitsfindung im Netz, weil die medienkompetent sind und das irgendwie gut hinkriegen. Für die bedeutet das in erster Linie eine unfassbare Freiheit, weil sie halt an Informationen rankommen, die sie vor dem Internet nie bekommen hätten, dass du halt irgendwie Online-Zeitungen zeitnah aus Papua-Neuguinea lesen kannst, wenn du willst. Du brauchst halt nur das entsprechende Wissen und ich glaube, ganz viele Leute haben das halt nicht und da müssen wir ran, an die müssen wir ran und da muss auch was passieren.